is in my confession. So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Freitag. Wir haben Thema Wissen und Lifestyle. Ich bin auf dem Weg ins Gym und dachte mir, da mache ich doch mal ein kleines Car-Confessions-Video. Heute mal aus den Benz, aber das spielt überhaupt gar keine Rolle, aus welchem Auto. Es ist einfach, es geht darum, dass ich hier wirklich in intimem Raum bin, bin ganz alleine hier und kann wirklich so ein bisschen meine Gedanken mit euch teilen und über Themen sprechen, die sehr intim sind, die sehr, sehr persönlich sind. Und heute mal ein Thema, das mich in meinem ganzen Leben bisher am allermeisten beschäftigt hat und immer noch beschäftigt. Und das ist nicht Fitness, das ist nicht Fitness, sondern das ist Religion. Heute geht es tatsächlich mal um Religion, um die Frage, Simon, bist du gläubig? Simon, glaubst du? Ich habe sehr, sehr häufig tatsächlich die Frage unter solchen Car Confessions Videos bekommen, ob ich glaube, ob ich an Gott glaube, ob ich religiös bin, und das würde ich heute gerne mit euch ein bisschen diskutieren. Und wenn ihr vielleicht jetzt denkt, Simon, das ist ein Thema, über das spricht man nicht. Das ist, ich kriege das auch ganz häufig zu hören, Simon, über Religion redet man nicht. Da kommt es eh nur zu Streit, da kommt es eh nur zu Unverständnis und so weiter. Ich glaube, das kommt daher, dass man eben nicht darüber spricht, dass man nicht offen ist für die Meinung von anderen. Ich glaube, wenn wir mehr darüber sprechen würden, weil es uns alle beschäftigt, es gibt kein Volk auf dieser Welt, das nicht glaubt in irgendeiner Form. Und wie gesagt, natürlich entstehen durch Glauben, aber eben nicht durch Glauben, sondern durch Religion sehr, sehr viele furchtbare Dinge. Aber ich glaube, wenn wir mehr darüber reden würden und wenn wir versuchen würden, andere mehr zu verstehen, warum die so glauben, warum die so sehr irgendwie fanatisch oder so sind. Und es ist nicht nur der Islam, durch den es zu Streitigkeiten und anderen Sachen kommt. Durch Christentum und so weiter, da komme ich aber gleich nochmal zu, warum Religion für mich nicht das gleiche ist wie Glaube. Komme ich gleich zu. Wie gesagt, ich glaube, man sollte darüber reden und ich würde mich sehr, sehr freuen, dieses Thema respektvoll zu behandeln in den Kommentaren. Bitte, bitte seid respektvoll in den Kommentaren bei diesem Thema. Das ist... Glaube ist etwas, was man für sich hat. Und wir können versuchen, den anderen zu erklären, warum man glaubt. Das werde ich heute auch etwas versuchen. Aber man kann den anderen nicht überzeugen. Oder warum auch? Warum wollt ihr versuchen, den anderen zu überzeugen? Das ist etwas, was euch angeht. So, das nochmal zu dem Thema. Vorab direkt meine Antwort. Bin ich gläubig? Glaube ich an Gott? Und das wird viele vielleicht verwundern, weil ich ja Wissenschaftler bin und viele denken, dass wenn man sehr, sehr viel weiß, sehr, sehr viel, sehr viel Naturwissenschaftler weiß, dann kann man gar nicht an Gott glauben. Doch, ich glaube an Gott. Ich glaube, ich bin mir sogar sehr sicher. Ich bin mir sehr sicher, dass es Gott gibt. Ich bin aber nicht mehr so religiös wie früher. Ich fange direkt mal ganz kurz an. Ich werde nicht so viel labern. Ich werde ein bisschen ausholen. Ich bin als kleiner Junge in Polen groß geworden, bin mit 6 erst hier rüber. Und in Polen war es normal, dass man sehr, sehr christlich-katholisch erzogen wurde. Besonders in meiner Familie wurde ich wahnsinnig streng christlich-katholisch erzogen. Mein Vater spielt bis heute Orgel in der Kirche, in der polnischen Mission hier, organisiert auch sehr viele kirchliche Treffen und so weiter für die ganzen Aussiedler. Und versucht da die Gemeinschaft zu halten. Meine Mutter ist auch wahnsinnig religiös und das werden die jetzt wahrscheinlich nicht gerne hören wollen, was ich jetzt gleich sage, aber ich kann mit der Kirche an sich nicht mehr so viel anfangen wie früher. Ich war, wie gesagt, bei uns war es ganz normal, dass man jeden Sonntag zur Kirche gegangen ist. Ich wurde als kleines Kind bereits darauf getrimmt, jeden Abend zu beten. Und man muss ja bitten für etwas und man muss danken für das, was man Gutes erfahren hat. Ihr wisst, ich bin da sehr fern von ab, weil ich glaube an die Selbstwirksamkeit und ich glaube nicht, dass jemand verantwortlich ist, wenn mir etwas Gutes passiert und wenn mir etwas Schlechtes passiert, erst recht nicht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie gesagt, ich habe gebetet, ich war... bin getauft, bin zur Kommunion gegangen, war Messdiener, war bei der Firmung und so weiter. Und da zog sich das langsam hin und ich habe mich natürlich sehr stark mit der Thematik beschäftigt. Ich war niemand, der einfach, das steht da drin, also glaubt da dran. Und ich habe mich sehr, sehr früh, sehr stark damit beschäftigt, jeden Tag, auch mit diesem Thema, was kommt danach, was passiert und so weiter. Der Sinn des Lebens hat mich sehr, sehr beschäftigt. Und worauf wollte ich hinaus? Ja, je mehr ich mich damit, ihr seht, das ist ein ganz, ganz spontanes Video, wirklich meine Gedanken. Also, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, je mehr ich auch gelernt habe in der Schule, je mehr ich mich dann beim Studium mit Themen wie freier Wille und mit dem Gehirn und Neurologie und so weiter beschäftigt habe, desto mehr, besonders je mehr ich auch mit der Kirche mich beschäftigt habe, desto mehr habe ich einfach gesehen, dass das nicht richtig ist, was, oder dass vieles nicht richtig ist von dem, was da getan wird vor allem und ganz besonders auch, was da gelehrt
gelehrt wird. Ich glaube, Kirche ist eine Institution, die einfach den Glauben ausnutzt von vielen Menschen um Macht, Geld und so weiter. Früher war das noch stärker, aber immer heute noch, immer noch. Ja, wie gesagt, deswegen hat Glaube für mich nicht ganz so viel mit Kirche zu tun. Auch wenn ich es ganz schön finde, wenn einige zusammenkommen und die Gemeinschaft und so weiter. Aber wie gesagt, da sollte man nicht davon ausgehen, dass nur die eine Religion die beste ist. Das ist völliger Quatsch. Das ist absoluter Blödsinn. Und wie gesagt, jede Religion hat das so für sich, aber das müsst ihr auch überlegen, weil das ja von Menschen irgendwie geschaffen wurde, dass nur unsere Religion ist die beste. Nur durch Jesus kommt ihr zu Gott und nur durch die, also das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Und auch wenn man sich mal die Bibel genau anschaut, das, was in der Bibel steht, soll man nicht Wort für Wort nehmen. Aber wenn man die mal ein bisschen genauer liest, das ist ja das Interessante, ich habe mich auch sehr viel mit Theologie beschäftigt, das wollten die Verfasser gar nicht. Es ist, wenn man sich mit der Quellentheorie beschäftigt, wenn man sich anschaut, dass es zwei Schöpfungsberichte gibt, die absichtlich so unterschiedlich sind, weil sie zeigen wollen, sie sind in einem Buch und es sind zwei Schöpfungsgeschichten und sie sind so unterschiedlich, dass sie zeigen wollen, dass es egal ist, wie die Welt geschaffen wurde, sondern dass sie von Gott geschaffen wurde. Wie gesagt, das ist die Aussage, wenn man da ein bisschen mal genauer hingeht und wenn man nicht immer nur den Priestern glaubt, die das einfach falsch darlegen, es ist falsch zum Teil, was da erzählt wird, dann kommt man dazu, dass die Bibel und dass die Bücher gar nicht so böse sind. Das, was böse ist, ist das, was man daraus macht. Wie gesagt, das einmal zum Thema Religion. Deswegen bin ich da auch sehr, sehr von ab, sehr fern von ab, weil es mich auch sehr aufregt, immer dieses alles, was man tut, sehr irgendwo zu suchen, die Ursache und so weiter bei jemand anderen zu suchen. Ich bin dafür, dass man selbst für sich verantwortlich ist, das wisst ihr. Wie kann es dann trotzdem sein, jetzt komme ich direkt zum Punkt, wie kann es dann sein, dass ich an Gott glaube? Und ich glaube nicht an Gott als jemand, der aussieht wie wir. Also jemand, der ja sich da ein bisschen auskennt, sollte wissen, dass es Quatsch ist, dass es sowas wie Evolution gibt, dass es, wie gesagt, ich glaube, ja, wie sieht denn Gott meiner Meinung nach aus? Und das ist eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Ich habe keine Ahnung und ich kann auch keine Ahnung haben. Dieser etwas abgedroschene Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist hier genau richtig, ist absolut richtig. Mein ganzes Denken, meine ganze Gestalt, alles, was ich kann, alles, was ich denken kann, alles, was ich sehe, alles ich, ist auf die Welt abgestimmt. Das heißt, ist angepasst auf das Weltliche, auf unsere kleine, ganz, ganz, ganz kleine Welt. Und ich habe überhaupt gar keine Möglichkeit, mir etwas vorzustellen, was nicht weltlich ist. Das geht überhaupt nicht. Dafür habe ich überhaupt gar keine Kapazitäten. Warum glaube ich trotzdem, dass es da etwas gibt? Warum glaube ich da dran? Ich habe mich sehr, sehr viel auch eben in der Zeit, wo ich da so ein bisschen Probleme hatte mit meinem Glauben, durch das Studium, habe ich mich sehr stark mit Gottesbeweisen auseinandergesetzt. Gottesbeweise, könnt ihr wirklich euch mal schlau machen, sind sehr, sehr spannend, weil sie versuchen mit der Vernunft, und das ist ganz wichtig, sie versuchen vernünftig, es gab viele Philosophen und auch Theologen, die versucht haben, mit der Vernunft zu beweisen, in Anführungszeichen, dass Gott existiert oder etwas wie Gott, eine höhere Intelligenz sozusagen. Und auch wenn es sehr, sehr viel Kritik gibt, da sieht man schon, dass es nicht bewiesen wurde. Man kann es nicht beweisen. Aber wie gesagt, es ist recht schlüssig für mich. Also es gibt zum Beispiel Gottesbeweise. Zum Beispiel sagt man, dass in der Welt ist alles bewegt oder es ist vieles bewegt und eine Bewegung kann nicht einfach von sich aus existieren oder erfolgen. Und deswegen muss es einen ersten Beweger geben, zum Beispiel, wo die Bewegung von ausgeht. Das ist jetzt so ein Beispiel. Beispiel eines der einfachsten Gottesbeweise, den man natürlich auch sehr stark kritisieren kann. Es gibt zum Beispiel auch Gottesbeweise, die auf die Kausalität schließen. Das heißt, die sagen, dass auf der Welt Ordnung herrscht und alles sehr zielstrebig ist, dass nichts einfach so da ist, sondern dass alles irgendwo eine Ordnung, ein Ziel verfolgt und dass dann natürlich etwas da sein muss, was, ich versuche es sehr, sehr einfach zu sagen, weil es ist zum Teil sehr, sehr komplex von der Wortwahl, und dass etwas einfach da sein muss, wenn es ein Ziel gibt, muss es etwas geben oder eine höhere Intelligenz, die das, ja, die ein Vorhaben sozusagen hat. Und das sind ganz grob Gottesbeweise. Man versucht wirklich vernünftig zu schlussfolgern, warum Gott existieren muss. Ich finde wirklich, dass wenn man sich da ein bisschen drüber nachdenkt, und das waren keine dummen Menschen, weil viele sagen, jeder, der an Gott glaubt, kann nicht so ganz helle sein. Das ist Quatsch.
wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt und wenn man sich nicht für so oder für sein Wissen und seine Denkfähigkeit für nicht so unglaublich groß hält, ist das eigentlich wirklich recht stark nachzuvollziehen. Besonders eben dieses ganze, warum gibt es etwas, was auch nicht da sein müsste? Also diese Kontingenz, dieser Kontingenzbeweis. Das heißt, die Welt müsste nicht existieren. Das heißt, es wäre auch möglich, wenn sie nicht da wäre. Und dadurch, dass sie da ist, muss es praktisch etwas geben, ja, was will, dass sie da ist. Das ist in meinen Worten jetzt. Lest euch da wirklich mal durch. Ich finde es sehr, sehr, sehr spannend, auch wenn es dazu auch wiederum Kritik gibt. Aber mein zweiter Punkt, und jetzt komme ich zum absoluten Fazit dieses Videos, und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr darüber ein bisschen nachdenkt, weil das erste ist sehr subjektiv, das erste bin sehr ich, das erste ist so mein Verständnis, warum ich es sinnvoll finde und sogar vernünftig, an Gott zu glauben, an Gott in Anführungszeichen. Mein zweiter Grund ist der vielleicht vielen von euch zum Nachdenken gibt. Und zwar basiert er so ein bisschen auf einem Zitat von Voltaire. Voltaire hat damals mal gesagt, ich krieg's nicht genau hin, ich blend's mal ein. Es ist gesund, glücklich zu sein, also oder ich habe beschlossen, glücklich zu sein, weil es gesund ist, sozusagen. Ich blende es euch mal ein, wie der genaue Wortlaut ist. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen mein Grund, zu glauben. Es macht mein Leben besser. Es macht mich glücklicher. Ich glaube, Menschen, da gibt es auch recht viele Studien, haben ein erfüllteres, besseres, glücklicheres Leben, wenn sie glauben. Und es schadet nicht. Stellt euch einfach mal jetzt vor, jetzt ein bisschen platter. Stellt euch vor, es gibt Gott. Ihr habt nichts verloren, wenn ihr daran glaubt, wenn es irgendwie Vorteile hat danach, habt ihr praktisch den Weg zu ihm gefunden und ihr hattet auch ein angenehmeres Leben. Wenn es ihn nicht gibt, habt ihr nichts verloren. Das ist einfach so meine sehr einfache Art, mir klarzumachen, dass es, ich muss nicht versuchen, mich zu überzeugen, dass es Gott nicht gibt. Ich verliere nichts damit, an Gott zu glauben. Ich verliere nichts damit, zu hoffen und zu glauben, dass danach noch etwas ist, was ich mir jetzt noch nicht erklären kann. Ich verliere nichts damit, zu versuchen, ein moralisch korrekter Mensch zu sein. Ich verliere auch nichts damit, zu glauben, dass es gut ist, gut zu sein auf dieser Welt. Es ist einfach, ich fühle einfach, dass es gut für mich ist und ich fühle auch, dass es richtig ist. Und wie gesagt, wenn ich nicht daran glauben würde, ich glaube zum einen, wäre mein Leben nicht so angenehm, nicht so erfüllt und zum anderen danach entweder ich habe Glück gehabt und denke, cool, ich war richtig. Oder ich denke, ach Mist, ich habe mich geirrt und das Video, was ich euch jetzt erzählt habe und all das, was ich erzählt habe, ich war auf dem Holzweg. Aber dann ist es mir auch wiederum egal. Deswegen überlegt da, denkt da mal ein bisschen drüber nach. Denkt da mal drüber nach. Es würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr da, wie gesagt, respektvoll, absolut respektvoll mit diesem Thema umgeht. Es ist immer noch ein recht heiß diskutiertes Thema und es wird auch immer so bleiben. Denkt auch mal darüber nach. Warum haben unabhängig voneinander alle Völker, die komplett unabhängig sind, ein Drang danach zu glauben? Auch wenn es immer Kritiker gibt, aber es gibt kein Volk auf dieser Welt, das nicht glaubt oder das noch nicht geglaubt hat. Es ist ein Thema, das alle beschäftigt, ganz unabhängig voneinander. Wo wäre der Sinn da dran? Also warum sollte das sein? Und wenn es dann tatsächlich einfach sinnfrei ist, dann ist es so. Dann ist es wirklich, dann ist die Natur sehr zynisch und sehr bösartig, obwohl dann wäre es ja auch wiederum. Aber denkt mal darüber nach. Ich würde mich sehr, sehr freuen über interessante Kommentare, wie ihr das seht, ob ihr glaubt. Traut euch einfach, das anzusprechen. Das ist kein Thema, wo man sich verstecken muss oder ähnliches. Und ja, ihr merkt, ein sehr, 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 sehr intimes Thema, was mich jeden Tag beschäftigt und meine Einstellung mich etwas glücklicher macht. Und das ist der Hauptgrund, warum ich glaube, meine Freunde. Und ja, abonniert den Channel, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei und die besten Supplements, auch wenn es jetzt gerade in das Video nicht reinpasst, gibt's bei Body IP Nutrition und da könnt ihr natürlich auch bestellen. Und bis dahin, euer Simon.